Der Geist kann sich das nicht vorstellen. Der schlafende Christus, der anfängt zu erwachen, und das sind wir, kann sich nicht vorstellen, dass es eine andere Funktion gibt außer Angriff und Verteidigung, weil er sich das beigebracht hat. Ja, ich bin der Körper, als Körper muss ich mich verteidigen, als Körper bin ich potenziell unter Angriff und bin eigentlich schon in einem Modus von Angriff, weil mein Dasein eigentlich darauf hinausläuft, mein Leben zu verlieren. Und ich weiß nicht, wie sollen wir die ganze Zeit darauf kommen. Weißt du, wie es weitergeht? Wir haben es jetzt echt jedes Mal gehabt, am Ende zu sterben. Ja. Am Ende wartet halt der Tod. Also ich bin die ganze Zeit über in dieser Identifikation, dass meine Existenz darauf beruht, den Tod abzuwenden, noch ein bisschen länger abzuwenden. Also ich bin schon im Angriff und in der Verteidigung, wenn ich mich als Körper identifiziere. Und sagt hier, wenn du dich mit einem Körper gleichsetzt, so wirst du immer Depression verspüren. Und das ist das Geniale am Kurs, dass er damit keine Glöckchen und keine Verzierung ranhängt an diese Aussage und sagt, ja, aber ein bisschen Körper ist okay, und gibt ja auch noch Tantra-Sex und so, da kann man ja auch Einheit erfahren, wenn man das richtig veratmet. Wenn ich mich mit einem Körper gleichsetze, werde ich Depression verspüren. Punkt. So. Ja, okay, gut. Diesen Satz kann ich überlesen und denken, ja, da kommt ja noch ein anderer Satz, den lese ich mir mal gucken, vielleicht steht da noch was anderes. Aber dieser Satz reicht eigentlich. Er ist eigentlich schon, da ist schon der Schlüssel enthalten. Dass ich mir sagen, dass ich, okay, das ist nicht von irgendwem, das ist von Jesus, der die Welt überwunden hat, sondern mein älteres Ich sozusagen, der Teil meines Geistes, der die Lektion vollständig gelernt hat. Und er kann diese klare Aussage treffen, weil er die vollkommene Lektion schon sieht und sagen kann, ja, es ist tatsächlich immer so. Es ist tatsächlich immer so. Wenn ich mich mit einem Körper gleichsetze, bin ich immer in Depression. Da gibt es kein Schlupfloch. Du bist einfach kein Körper. Wir sind einfach kein Körper. Und versuche so gut du kannst, die Identifikation damit loszulassen. Nicht verleugne den Körper, sondern sei ehrlich und sei frohen Mutes, vertraue auf dein Herz, das Herz deines Seins, dass es sicher ist, von dieser Identifikation loszulassen. Einfach, weil dir nichts geschieht. Als Körper geschieht dir viel. Als Körper kann dir in jedem Augenblick alles Mögliche geschehen. Als Körper du musst nicht mal aktiv einen Angriff ausagieren, aber sobald du an Angriff denkst, sobald du glaubst, dass du überhaupt angreifen und verteidigen kannst, bist du in einer Erfahrung von Angriff. So, also es ist eigentlich nur alleine der Glaube bringt mich zu dieser Erfahrung, bringt mich in eine Erfahrung von, ich bin fragil, ich bin zerbrechlich, ich muss das hier aufrechterhalten, und der mich eigentlich erlösen kann, den muss ich auch als Körper sehen. Und als begrenzt und als an den Tod gebunden. Also möchte ich meinen Geist wandeln. Wir sind nicht Körper, die in einem Raum sitzen, um mehr Informationen zu erhalten, sondern wir sind in einer Verabredung, uns selbst zu treffen, als das, was wir wirklich sind. Und nur dazu dient dieser Augenblick überhaupt. Wir könnten hier auch was anderes machen. Wir könnten über Fußball reden, wenn irgendwen hier Fußball interessieren würde. Aber ich glaube, er interessiert keinen Fußball. Deswegen reden wir über Kurs im Wundern. Es wäre trotzdem die gleiche, es würde trotzdem um dasselbe gehen. Es würde trotzdem um Erlösung gehen. Es würde trotzdem darum gehen, dass ich meine Aufmerksamkeit auf jetzt richte
und auf die Verbindung unseres Geistes, auf die wahre Kommunikation richte, auf unsere wahre Natur, weil uns lässt es sich halt schlecht über Fußball reden.